Liebe Besucherinnen und Besucher von Paradies und das, schön, dass Sie da sind und mit mir einen weiteren Psalm bedenken. Wozu sind die Psalmen eigentlich da? Psalmen schenken uns Menschen Worte, wenn uns die eigenen Worte fehlen oder ausgehen. Egal, ob für die tiefste Verzweiflung oder die größte Freude. Die alten Worte fassen es in ihrer bildreichen Sprache gut zusammen. Aber es ist sicher auch noch mehr. Die Psalmen sind deswegen besondere Texte für mich, weil sie ein Gespräch zwischen mir als Mensch und Gott eröffnen. Und dabei kann ich alles sagen. Ich kann klagen. Ich kann loben. Ich kann danken. Und ich kann bitten. Und sicher auch noch sehr viel mehr. Ich kann jederzeit in ihre Sprache einsteigen und kann mir jederzeit ihre Worte leihen, die meine Situation vor Gott gut zum Ausdruck bringen. Heute leihe ich mir Worte aus Psalm 48, in der die Stadt Gottes beschrieben wird. Groß ist der Herr und hoch zu loben in der Stadt unseres Gottes. Sein heiliger Berg, die schönste Erhebung, ist eine Freude für die ganze Welt. Früher hatten wir davon nur gehört. Jetzt sahen wir es mit eigenen Augen, in der Stadt des Herrn Zebaoth, in der Stadt unseres Gottes. Gott lässt sie für immer bestehen. Gott, wir denken an deine Güte, wenn wir in deinem Tempel sind. Groß wie dein Name, Gott, so ist dein Ruhm. Bis an die Ränder der Erde soll er dringen. Deine starke Hand sorgt für Gerechtigkeit. Freude herrscht auf dem Berg Zion. Die Töchter Judas brechen in Jubel aus, denn du setzt das Recht in Kraft. Geht um den Zion herum, umschreitet ihn, zählt seine Türme, bewundert seine starken Mauern, bestaunt seine Paläste, wenn ihr sie seht. Dann könnt ihr euren Kindern davon erzählen: Dieser Gott ist unser Gott für alle Zeit. Er wird uns sicher durchs Leben führen. Was für eine Stadt Gottes, die der Psalm hier beschreibt. Ein Tempel auf einem Berg. Und ich stehe mittendrin. Jetzt sogar auch ich. Die Stadt wird durch gewaltige Mauern markiert. Gewaltig sind sie, ja. Aber sie engen mich nicht ein. Ganz im Gegenteil. Ich darf hier sicher sein. Ich darf mich zu Hause fühlen. Und ich kann hier ankommen. Darüber kann ich nur staunen und danken. Denn diese Mauern grenzen nicht ab, sondern stehen allen Menschen offen, die Gott suchen. Sie sind ein Geschenk für Glaubende, kein Privileg für Habende. Ich will dieses Areal der Hoffnung, diesen Raum des Friedens umrunden. Dieser Ort steht für Werte und Ordnungen, die ich an anderen Orten so nicht finde. Aber wenn ich darum weiß, kann ich ein Stück dieser Gewissheit mitnehmen in meine Welt, an die anderen Orte, an die ich gehe. Ich will das nicht für mich behalten, sondern ich will es weitersagen, besonders denjenigen, die nach mir kommen. Denn, wie heißt es im Psalm, dieser Gott ist unser Gott für alle Zeit. Er wird uns sicher durchs Leben führen und damit auch in die kommende Zeit. Wenn ich Psalmen wie diesen 48. lese, dann bin ich in einer anderen Welt. Das sind nicht meine Bilder, schon gar nicht meine Worte. Wie gut das tut, mal von mir wegzukommen und mein Leben
mit einer anderen Sichtweise zu betrachten. Denn eigentlich ist es doch so, dass die Psalmen dann mich betrachten. Und auf diese Weise bin ich doch ganz bei mir. Dann nehme ich die Worte für mich an. Sie setzen Bilder und Gedanken in mir frei, die quer liegen zu meinem gewohnten Denken. Ich gehe mit dem Psalm zurück in meine Welt, aber anders, als ich gekommen bin. Eigentlich führt mich der Psalm zurück, aber so, dass die Worte von Gott zu mir und zu ihm zurückgebracht werden. Ich frage mich, ob ich diese Sichtweise auch in der nächsten Woche für mich annehmen kann, wenn die alltäglichen Probleme doch wieder so einen Strudel in mir freisetzen, der mich Gott so leicht vergessen lässt.